zurück aus der Pause und ab ins nächste Spiel. Die anderen haben schon mal ein gutes Teamfighting-Line-Up. Sand King nervt. Crystal Maiden, okay. Crystal Maiden, Windranger. Patch, Sven. Vielleicht nehme ich ein Enigma. Enigma oder Magnus. Magnus oder Enigma? Ich finde Enigma besser, da sie... Ten seconds to pick. 5 seconds. Hurry, hurry. Das war schwierig. Enigma Offlane, was ist das? Tatsächlich habe ich das letztes Jahr schon mal probiert, bevor das so Meta wurde, schon mit dem German Dota Team. Da habe ich mal ein bisschen Theory Craft, und wir haben es, glaube ich, auch einmal gemacht. Da lief es jetzt nicht ganz so gut. Das hätte man ein bisschen häufiger probieren müssen, aber da haben wir schon, bevor das sozusagen innen wurde, wir waren die Enigma-Hipster. Da habe ich schon damals das als Idee gehabt. Mit den Talenten hat sich das nochmal alles viel verbessert. Aber so. Why, thank you. Ist relativ die Mobility ist relativ wichtig mit Enigma. Bei den Sachen halt nicht so. Thirty seconds. So sehe ich ein bisschen die Rotations, Zone. Das Camp ist geblockt. Na ja, guck mal. Nein, ich kann kein Geld mehr setzen. And resolve your differences. Well got it, schauen, wie sie das jetzt gleich lanen. Hallo. Na, ich glaube, sie kriegt noch eins raus. Ja, sie zu spät gesehen. Die Sau. Ja, gar nicht schlecht gemacht. Renn! Wenn kein First Blood.
dann einmal mitnehmen. 2 Minuten nur aufsammeln, wenn ihr das so weit zurückholt. Ja, blöd, dass ich ja gestorben bin. Ich hab die ein bisschen zu spät gesehen. Gut gemacht. So, zack, 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 zack. Hier so ein bisschen die Mischung aus Lane und Jungle spielen, halt, je nachdem, wo die Lane gerade steht. Jetzt kommt sie halt wieder zurück. Laufe ich wieder in die Lane. Hol mir das ab. Nicht. Hä? Warum ist da nur einer raus? Hä? Achso. Nicht verklickt. Und dann nur ein Eidolon raus, in den Wolken kämpfen. Nie solche Pussys. Oh, seriously? Why not wait? So, den pusht jetzt eh. Ich nehme mal oben den Range raus. Und hol mir den Soul Ring. Na, können wir den großen nächsten doch tot. Ein bisschen vernünftige XP, bevor ich gleich wieder zurückgehe. So, her mit dem Soul Ring. Soul Ring habe, bevor ich den nächsten nutze. Er hat auch ab und zu seinen Mana loswerden, was er eine Crystal Maiden hat. Hat er auch nicht zum Spaß. Anscheinend ein Ward. Hol ich mir den mal. Bisschen unabhängig auf der Offlane, ich weiß nicht. Anscheinend haben wir es mit Wards und anderen Sachen eh nicht so. Der Lich mag nicht so diese Support-Sachen. Finde er ätzend. Dann halt nicht. Hier hin.
glaube ich, den, das zu defensiv hier hinstelle. Ich jetzt muss, wenn sie da lang geeiert kommt. Your bottom tower is learning to accept its own inevitable death. Help me. Yeah, sure, let's go. I have black hole. Anybody comes. Schön den Safe Laner weggeschmissen. Tower. Haben jetzt die Creeps noch gut, weil halt ein Katapult mit dabei war, aber ansonsten. Tja, weiß nicht genau. Versuchen es ein bisschen zu aggressiv, wie es aussieht. Aber ich will mich darüber nicht beschweren. In this rune here. I'm gonna take it, can I take it? Für die Brüche, ich will mal den. Immer die Level 4 Eidolons. Kann ich auch besser hier die Camps und dann auch die Ancients farmen. Ganz schön egal. Mal behaupten. Vorbei. Hier ist aber noch ein Teil der XP mit ab. Gar nicht so scheiße. Ups, das kann ich mir eben schon noch mitnehmen. So, immer die Lane und die Camps zu farmen. Das gibt mir hoffentlich gut Gold pro Minute. Dann hole ich einmal Midnight Pulse mit. Das ist für Vision manchmal gar nicht schlecht. Und ja, und die Schaden ist jetzt auch nicht so ohne. Ich will das immer wissen.
Zurück in die Lane. Radiant have fortified their towers. Dann habe ich bald mein Midas fertig. The enemy's top tower has fallen. Der Kurier lag unterwegs. Midas verzögert sich. No. Was soll das? So kann ich nicht arbeiten. Ja, die haben ganz schön viel Magic Damage. Nicht ganz unrecht, dass ich auch mal pushen sollte, wenn so viele woanders sagen, wo ich jetzt gar nicht so auf den schnellen Push aus bin. Ja, wo ich könnte schon machen in 12 Minuten. So, auf jeden Fall habe ich auf meinen Midas konzentriert. Das hat erstmal Priorität gehabt. Ich habe nicht darauf geachtet, wo so viele von ihnen auftauchen. Mechanism baut. Ja, ich guck grad mal, ist der auf einem guten Weg, der Lich zum Mechanism. Sonst lasse ich ihn das bauen, hat auch immer gutes Mana. Mache ich in diesem Spiel einen anderen Bild. Okay, dann gehe ich nicht auf Mechanism. Ich überlege, ob ich auf den linken gehe. Ach komm, extra so hingestellt. Da bin ich. Eine gute Kombo, wäre jetzt ziemlich. Ich habe extra so hingestellt, dass ich nicht an den Baum gecheckelt werde. Echt, dass ich jetzt erstes auf den linken gehe, ist ungewöhnlich. Ist auch relativ teuer, ja, als erstes. Vielleicht mache ich zumindest das Perseverance. Hm. Schreien sie ihn alle an. Mann, halt mal die Fresse jetzt. Sehr gut. Es lief nicht so toll. Meine Herren, ey, manche Leute. Was für Vollidioten, ey. Oder einfach das BKB direkt. Ich will halt nicht überrascht werden. Ich will ein bisschen ein Sustain haben. Deswegen hatte ich überlegt. Fühlt sich ungewöhnlich an, tatsächlich ohne Mechanism, ohne Greaves. Ich gucke, ob ich nach oben TP, ob da noch mehr los ist. Sieht aber nicht so aus. Nein! Fucker. Okay, sehr gut.
Was ich sonst ja immer beschwöre, dass man es nicht machen soll. Ja, Blinddecker first. Baue ich so gut wie nie, aber in diesem Fall scheint es mir die richtige Wahl zu sein. Midas meint Mira schon wieder. Das ist ziemlich Standard inzwischen an Enigma. Das ist einfach durch den Talentbaum und die 15% Cooldown Reduction. Und das, eine Level, das lohnt sich einfach so sehr auf Enigma, ein bisschen greedy zu sein, weil er halt im Mid- und Late-Game so unglaublich stark ist. Top-Down-Frage, ob ich striktes Solo-Ranked spiele? Ja, das habe ich eingestellt. Ich mache gleich wieder ein TP. Wir haben jetzt zwei Tower verloren. Das ist völlig okay. Visibility. Als nächstes eventuell ein BKB. Oder linken Side. Das ist ein Sustain. Ich mache das ganz anders. Risiko eingehen, Kill securen, Windranger killen. Wie macht man das denn? Ich habe, wie viele Slots habe ich denn frei? 1, 2, 3, 4 im Prinzip. Wenn ich das mal das da nicht mitzähle. Ich will dich nicht ärgern an den großen Creepback, an dem er schon eine halbe Stunde arbeitet. Aghanim's Refresher, Octarine. Well gotten gains. Maybe just hook him so he dies. What the fuck? What was that hook? Den Hook irgendwo, die krieg ich auch noch mit. Ja, nichts, da verziehe ich mich da einfach. Ich denke mal ganz late game. Wenn es ganz late wird, ist das Refresher, Octarine, Aghanim's, BKB. Anybody? Invoker, can you help top? I respawn in a few seconds. Wraith King has no ult. Wraith King has no ulti. Was ist mit dem Invoker? Ist der nicht so aufmerksam oder nicht so gut oder nicht so interessiert? Was ist da der Grund? Das GPM-Talent nimmt man eigentlich nur, wenn es schlecht läuft. Man trinkt, was braucht. Oder was heißt trinkt in nächster Zeit, wenn man sonst nicht keine Map-Control hat und damit viel zu kämpfen. Let's come here.
Just hook him. Easy hook. Yeah, was just thinking about different options. I'll probably go BKB over Lincolns. Just wanted some sustain, because not getting griefs this game, as I normally do. Do you need some help with support items, Lich? Then tell me and I can help you out a little bit. On the way top. I had this ulti again, almost still on cooldown. Der Lich, da laufe ich rein, den gebe ich noch was. Der ist low, den gebe ich gleich mein Ulti. Wo war denn der Lich? War der nicht eigentlich dabei? Hm. Mein Ulti, ich dachte, der Wraith King Ulti wäre noch auf Cooldown, aber ist wahrscheinlich schon zu hoch. So, der nächste Mute. Was für Idioten, nein. So. Machen wir das mal anders. Ich gucke mir erstmal die Travels. One's middle tower being attacked truly does send such a rapturous flowing through one's veins. Und dann hole ich mir ein Perseverance. Do it again, exactly like you did the last time. Hör mal da. Ja. Fast. Can you stop going fucking solo? Haben wir Sen die eingepackt? Einen hat er noch. So, entweder gut dewarded. Hook, Hook Lich. Alter, ist der langsam dabei. Danke dafür. Okay, just get them in a retreat. I'm alive in 10. Das war gut gemacht. Oh, Knäppchen. No. Oh, zu spät zum TP entschieden, oder? Ja, da hat ein bisschen zu lang gebraucht. Muten. Durch die Blinkdagger werde ich jetzt als nächstes doch erst schon aufs BKB gehen. Dem Lich gesagt, wenn er irgendwas braucht, brauche das noch ein bisschen zusätzlich. Er hat mir gesagt, er soll Bescheid sagen, wenn er Support Unterstützung benötigt. Aber die Wards sind alle auf Cooldown. Thank you.
Wollt ihr irgendwas gegen The Windranger da machen? Anscheinend nicht. Sehr furchtbar. Nicht die Creeps angreifen, idealerweise. Gute Manfight. Oh, paar Misses hintereinander. Durch Radiance. What did we learn from this? What did we learn from this? Ja, auch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Was wir daraus gelernt haben. Ja, nicht allzu viel. Unser Teamplay ist ja ganz schön. Lässt zu wünschen übrig, sagen wir es so. Okay, ich kaufe mal eben Sentry. Und zwei. Machen wir das so, irgendwie. Vertraue ich da unserem Lich nicht ganz so sehr. Ich weiß auf jeden Fall, wo da ein Ward ist. Den die Ward ich unten gleich. So. Dann check ich mal kurz. Ja, ich will eigentlich ungern. Oben. Dann die wollte ich das da unten noch. Erstmal zumindest jetzt okay von der Vision gerade, nicht super, aber okayisch. Mal jetzt mal mein BKB fertig, ist relativ wichtig. Sehr knapp. So ein stranges Spiel. Well, we had bad position for Black Hole and just... It's not personal, just to save a Lich, it's not quite worth it. When we don't know where the rest is. It's like a really high cooldown. Okay, jetzt möchte ich den letzten auch noch muten. Ganz vergessen, anscheinend. Er wollte auch nochmal darauf hinweisen, dass er nicht gemutet ist. Death has no grip on me.
Kart. Im Ward stehe ich ein bisschen defensiv auf einfach. Das reicht mir an der Stelle völlig. Was ist da in der Mitte los? Of ages, so be careful. Sehr schön. Well done. Ja, glaube ich jetzt. Zurück, kein Mana mehr. Das sind Teamkämpfe. Aber ich glaube, das gewinnen wir. Wenn wir keine. Ja, wir können wir genauso gut verlieren, so ist es nicht, aber. Für mich läuft es jetzt einigermaßen. Mal schon raus hier. Und wir haben gute Kombinationen. Und Enigma mit Bald Refresher. Ist schon nicht so schlecht. So, mal nicht die Respawns blockieren. Und meine Freunde, wenn mein Ulti auf Cooldown ist, nutze ich halt zum Farmen, weil der Farm ist extrem wichtig in dem Spiel. Force a buyback. Yeah, let's Sven bait maybe. We scout at the sides. Okay, go go go. Pack the building, black hole. Sure, I'm loving it.
habe ich nur die Crystal Maiden erwischt. Ist aber auch optimistisch von ihr, dass sie das durchkriegt. Geh mal zur Mitte. Gerade ohne, also ohne Greaves mit diesem alternativen Bild sozusagen. Ohne Ulti in Teamkämpfen noch, noch weniger zu tun als ohnehin schon. Der Greaves sieht zwar noch ein bisschen anders aus. Das war Knäppchen. Well gotten gains. My ult still 50 seconds on cooldown. So, let's not throw this. Vorbei. Hier noch vorhin die Ward, aber ich dachte, sie haben da einen Ward aufgestellt. Dazu kam es jetzt gar nicht mehr. I have black hole and a refresh already. Bisschen sehr weit hinter den feindlichen Linien gewesen. Der Rest leider schon weg. Ich verstehe auch nicht genau warum. Warum wir nicht einfach pushen. Why don't we push when we have our ultis ready? Stelle ich mal den Ward eben noch auf. Will die ja nicht ganz umsonst dabei haben. Haben sie doch nicht aufgestellt.
Jetzt pushen wir die Mitte noch ein bisschen raus und dann. Go for a fight, I have black hole ready. Ranger noch mit erwischt. Nein, nicht ganz. Wer hat sich mal zurückgekauft? Währenddessen macht der Quatsch in der Base. So. Na, ohne Greaves merkt man schon. Der arme Leon. Immer schön Buyback behalten. Hätte ich da schon meinen eigenen Scout, wäre es ein bisschen anders ausgegangen noch. Gerne mein Agonyms fertig kriegen vor dem nächsten Teamkampf. Wäre ganz fantastico. Gucken, wo die sich so rumtreiben gerade. Okay. Es reicht mir, wenn ich den da unten sehe. Und das letzte wäre dann Octarine Core, wenn ich auch mal gerade wenig HP habe. Das ist sehr praktisch. Wenn ich da wieder heilen kann im Black Hole, machen wir genug Schaden mit Midnight Pulse und Agonyms. Unser fucking Shitstain hat sich ganz passend benannt. Naja, sind wir darauf nicht so angewiesen. Bisschen gucken, wie viel wir übrig haben. Ich da keinen Fehler mache. Ich spiele es jetzt einfach locker. Ich habe auch keine Lust, das zu wegzuschmeißen. Das Spiel, wir sind ziemlich weit vorne. Kann, bin ich ganz sicher, was die anderen machen. Das wirkt das ganze Spiel über komisch. Ich warte einfach darauf, dass die halt irgendwie einen Angriff machen oder so. Okay, ist der echt? Sieht ganz so aus. Fresh
Buybacks. Nächsten Mainz-Einsatz noch ein bisschen hin. Ich werde meinen Buyback auf keinen Fall riskieren. In dem Spiel, was die hier machen. Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich da auch nicht so viel drum. Ich mache einfach mein Ding, verteidige, wenn ich offensiv spielen können, weil ich meine Spells ready habe, komme ich auch gern offensiv mit. Wenn nicht, dann nicht. Wir können das nur durch sehr grobe Fehler verlieren und sage ich mal, machen wir halt einfach keine groben Fehler. Sollte das passen. So. Holt gleich wieder ready. Ist halt ein bisschen langweilig, aber ich habe keinen Bock, dieses Kackspiel zu verlieren. Deswegen. Es geht jetzt auch nicht nur darum, ob meine Spells ready sind, das ist die eine Sache. Aber ich habe mit dem Team, ich weiß nicht, was die machen. Die schimpfen nur rum. Wir haben trotzdem enorm viele Kills. Wir machen auch so viel Quatsch, dass ich einfach sage, okay, ich gehe hier kein Risiko ein. No fucking way. Bisschen langweilig dadurch, aber ja. 1000 wäre das. Nein, Mai das auch bald verkaufen. Kann ich mal ein bisschen behalten. Dann kann ich irgendwie Moonshards für anderen kaufen oder so ein Quatsch. Davon ist Relive und Unrelive. Okay. Ich will mal die Arcane Rune. Can you let me pick up the Arcane? Schnell hin, ja. So, gleich Octarine Core fertig. Einmal will ich schon noch einsetzen, das Midas, dann verkaufe ich es. Und dann können wir es auch beenden, hoffentlich. Allein ist tot. Schön noch die Möglichkeit geben, dass wir es noch verlieren, indem er sich unnötig zurückkauft. Ups. Genau deshalb spiele ich genauso, wie ich das mache.
Jack Roche, and then we can end this game. Gecheckt. Also nicht schnell direkt davor, aber. Did you check Roche, Patch? Ja, nein, vielleicht. Ich hab's auch genug reinlaufen. Machen, aber wie gesagt, nicht zu viel investieren in das Spiel, einfach go and take Roche. Regeneration. Hallo, wie unmöglich ist das denn? Zum Glück tanke ich inzwischen einiges weg. Mag er pushen mit dem Aegis? Der hat mir auf der Reform mal das Leben gerettet. So! Oh. War mein Blinkdecker mal zu einem unpassenden Zeitpunkt leider ein bisschen unterbrochen. Was nehme ich denn? Nein, die Leute für Items. Blade, May, Lincoln, Greaves, Forstaff. Okay.
Er hat schon Moonshards. Cherino. Back. Der Lich ist aber auch ein bisschen dumm, ne? Meine Herren. Oh, die Lane ein bisschen rauspushen. It's not yet time. Fresh mate. Nice. Die Aktion da unten reißt aber auch nicht wirklich viel. Mann, ist der Sven schlecht. Wir wollen es auch ganz gerne noch verlieren. Das war's, schaffen wir schon noch. Alles möglich. Zeit kaufen. Your middle barracks is in ruins. See how your top tower is still on the map? Me neither. Meine Herren, was für Deppen. Geben sie auch wirklich alle Mühe. So, Moonshards für den Sven mal kaufen. Schnell wieder reinrennen, der Sven. Don't die now. Can you wait till we are together? Why go there? Go mid, Invoker. So, hat ihm mal noch die Moonshards gegeben. Was macht der Riesen-Enigma denn hier? Wer ist das denn? Kann ich nicht. Hä, warum ist der genauso groß wie ich? What? Habe ich noch Illusions gehabt? Das waren Illusions, was die Illusions aufgesammelt. Ich glaube, ja, ich dachte, wo kommt der denn her? Wo kommt der Riesen-Eidolon her? Ach, ja, ja, ja. Kann man Moonshards global geben? Weiß ich nicht. Wusste ich gar nicht. Ja, das ist das, der Sven war echt scheiße.
Der Lich zwischendurch auch so ein bisschen Hirnausfall. Das ist zwar alles wieder so ein. Gut, dass ich Enigma hatte. Ich glaube, mit anderen Helden wäre es extrem schwer geworden. Mit anderen Offlanern vielleicht mit Magnus ähnlich noch, aber Enigma sogar noch besser. Der Ulti hält länger. Der längere Disable ist schon das, was dann auch das ausmacht. Wird mir eigentlich der Networth angerechnet von den Moonshards, wenn ich jemand anders gebe, oder wird das dem Sven angerechnet? Wenn ich meine Items angucke, glaube ich, wird es dem Sven angerechnet. Der oder? Ich glaube ja. Sonst hätte er nicht vom Networth so nah dran. Meine Sachen sind alle ganz Stück teurer als seine. Ja, ich glaube, das wird dem Sven angerechnet, der Networth, was Mimekyo gerade meint. Naja, wurscht. Also, das war. Bin froh, dass wir es gewonnen haben. Und ich hätte, glaube ich, am Ende auch ganz gut gesehen, warum ich es genau so gespielt habe, wie ich es gespielt habe, weil von den meisten war da nicht viel zu erwarten. Der Invoker hat noch ganz gut gespielt. Dass der Invoker noch gut spielen könnte, war noch echt wichtig. Sonst hätten wir ein ziemliches Problem gehabt, wenn die alle so drauf gewesen wären wie unsere drei mittleren Spezialkollegen.